Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen gleich gemeinsam über ein ganz tolles neues Angebot, ursprünglich von Lea und jetzt ab seit letzter Woche gemeinsam von uns beiden, nämlich eine Ausbildung zum Transformative Coach. Und du bekommst heute dieses Video, weil du dich für dieses Verständnis, die drei Prinzipien interessierst. Du wurdest vielleicht über Coaching mit mir davon berührt, tief. Vielleicht hast du nur Videos angeschaut oder Blogbeiträge gelesen, aber du hast irgendwie einen Kontakt bekommen zu diesem Thema. Du spürst, darin ist was für dich und du möchtest mehr da sehen. Und du bist vielleicht jemand, der oder die sich gemeldet hat mit den Worten, ich möchte dieses Verständnis auch in meine tägliche Arbeit integrieren, in meine Arbeit als Coach, in meine Arbeit als Trainerin, in meiner Arbeit als Mentorin. Und weil ich das von dir persönlich gehört habe, bekommst du dieses Video heute. Ich möchte erstmal vorstellen, die Lea Bernli. Die ist für mich überhaupt nicht neu, weil Lea und ich gefühlt das ganze letzte Jahr Sachen zusammen machen, tagtäglich und wöchentlich. Aber für dich ist sie neu. Lea, magst du dich ganz kurz vorstellen? Ja. Mein Name ist Lea Maria Bernli und wie du wahrscheinlich jetzt schon hörst, komme ich aus der Schweiz und rede auch so. Ich lebe in Zürich mit meiner Familie und bin transformativer Coach, Ausbildnerin und Mentorin. Und ich war schon davor als Coach tätig, bevor ich über die drei Prinzipien gestolpert bin. Und danach wusste ich einfach, that's it. Ich möchte nichts mehr anderes tun in meiner Praxis. Und mein gesamter Lebenslauf, auch der berufliche Werdegang, hat irgendwie zu dieser Ausbildung hingeführt. Ich war an der Hochschule tätig, ich habe Lehrerinnen ausgebildet, auch Sonderpädagoginnen und vor allem auch so in den Modulen Beratung und Coaching. Und schon bevor ich eben über die drei Prinzipien gestolpert bin, habe ich mit ganzheitlichen Ansätzen gearbeitet und auch diese Ausbildungsmodule so konzipiert. Durch die drei Prinzipien kam aber eine Tiefe und eben ein transformativer Aspekt hinzu, den ich bei all den vorherigen Methoden oder Richtungen zwar ansatzweise schon spüren konnte, aber nicht in dieser Tiefe und Nachhaltigkeit. Und das hat wirklich dazu geführt, nur noch aus diesem Ansatz heraus zu arbeiten und ganz organisch, weil Kundinnen oder eben Hochschulstudentinnen wissen wollten, wie ich arbeite, dass ich denen das weitergegeben habe und so auch dieses Ausbildungskonzept entstanden ist. Ja. Und Shelly und ich arbeiten sehr nahe zusammen und es wurde einfach klar, dass unsere beiden Ressourcen dieses Angebot noch mal in andere Höhen bringen können und eben auch für dich diese Möglichkeit sich jetzt eröffnet. Ja, genau. Es ist, was mir noch kommt, es ist total egal, wo du stehst. Also ob du schon als Beraterin, Coach, Mentorin arbeitest oder ob du merkst, oh ja, das ist die Richtung, das interessiert mich, da will ich hin. Es ist möglich, von all diesen Orten her zu kommen und zu profitieren und eben dieses neue Wissen in deine Praxis zu integrieren oder aufzubauen. Ja, danke, Lea. Also, ich habe mir überlegt, dass wir einfach so tun, als wäre jemand, die sich interessiert für diese Coaching-Ausbildung.
und dass ich Fragen stelle, die du antwortest, Lea. Mhm. Und wir gucken einfach, wo das Ganze hinführt. Sehr gut. Okay. Ich muss noch meinen Computer ans Netz hängen, damit das gut funktioniert. So. Sehr gut. Also, die erste Frage ist, und du hast es gerade in Ansätzen schon begonnen zu beantworten, nämlich, wie weiß ich, dass die Coaching-Ausbildung für mich ist? Für wen wurde es entwickelt und konzipiert? Diese Ausbildung ist für dich, wenn du berührt wurdest durch dieses Verständnis. Mhm. Wenn du, egal wie klein oder groß deine Einsicht oder dein Aha-Moment war, irgendetwas sich in dir verändert hat, wie du die Welt siehst. Und wenn du einfach vor dem Aber spürst, da zieht es mich hin, da will ich mehr sehen, da ist auch die Antwort für meine Kunden, für meine Praxis, für das, was ich mit der Welt teilen möchte. Was nicht wichtig ist, ist, wie groß deine Einsicht war oder wie weit du schon selbstständig oder mit Kundinnen und Kunden arbeitest. Beides ist möglich. Weil du ganz individuell auch von Shelia und mir begleitet werden wirst. Das bedeutet, in den Supervisionen gehen wir auf das ein, was bei dir gerade ansteht. Und somit kannst du ganz am Anfang stehen oder schon sehr weit fortgeschritten und in einer Transition, also in einer Veränderung. Und beides ist möglich. Okay. Also, egal wo ich gerade stehe hinsichtlich mein Verständnis über die drei Prinzipien, wie tief werden wir da gehen? Wie viel werden wir die drei Prinzipien anschauen und mein Grounding verbessern oder erhöhen? So, die Grundlage der Ausbildung sind so fast drei Pfeiler. Wir werden die nicht immer so benennen, aber für uns darunter ist das da. Das ist Coaching, das ist Grounding, das ist Business Building im weitesten. Und Grounding ist eben immer die drei Prinzipien. Immer den größeren Boden zu kriegen, auf dem du stehst. Und von dort aus kannst du agieren. Und je mehr du siehst, umso größer wird eben diese Fläche für dich. Und das ist ein ganz großer Teil. Und das werden wir mittels Videos, mittels Masterklassen mit uns und anderen Lehrerinnen und Lehrern, mittels Texten zum Teil, immer wieder gemeinsam in dieselbe Richtung schauen und beobachten, was für dich kommt, was du hörst, was für dich Neues entsteht. Alles klar. Und ich habe ja schon Coaching gelernt in einer Ausbildung. Ich habe Methoden und Tools für Coaching gelernt. Auch diese übertrage ich in meine Trainings. Also wie ist dieses Coaching, was wir dort lernen hinsichtlich der drei Prinzipien, vielleicht anders als das, was ich schon kenne? Die drei Prinzipien sind beschreibend. Und das ist eine ganz neue Form, weil es für uns und für unsere Kunden in dieser Art des Coachings um mehr Sehen geht und nicht mehr Tun. Das bedeutet aber nicht, dass das Tun plötzlich unwichtig wird. Aber es kommt aus dem Sehen heraus. Und manchmal kann es für Leute sein, dass ihre Tools nicht mehr relevant werden und sie die auch nicht mehr brauchen werden. Manchmal kann es sein, dass sie durch das neue Sehen merken, ich kann diese Tools an einer anderen Stelle brauchen oder manchmal sind die genau richtig mit dieser einen Kundin, aber mit der nächsten eben nicht mehr. Da gibt es alle Variationen, aber das wirst du auf deinem Weg erkennen, wie du das implementieren wirst in deine Praxis.
Und was ein ganz wichtiger Aspekt ist, je mehr du siehst, desto größer wird auch dein Wirkungskreis mit deinen Kundinnen und Kunden. Und da werden wir dich an die Hand nehmen, so wie du dann auch deine Kundinnen an die Hand nehmen wirst. Und du hast ja am Anfang von Business Building gesprochen. Was ist genau zu Business Building drin? Also wie tief geht diese Idee, eine Praxisaufbau oder gar neue Leute reinzuholen in das Business über diese drei Prinzipien? Diese Frage werde ich dann auch Shelia zurückgeben. Ich werde im einen Teil noch sagen, was ich gesehen habe im letzten Jahr ist, dass es auch in diesem Verständnis darum geht, eben dieser Intuition zu folgen, was ist der richtige nächste Schritt auch im Business. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir wollen Kundinnen und Kunden, weil wir ein Leben damit auch aufbauen und auch, weil das weitergetragen werden möchte als Vision. Und wenn das deine Vision ist, dann ist ein Teil davon eben Kundengespräche zu führen. Und wir werden zum Ende der Ausbildung einen sehr intensiven Monat bis zu 6 Wochen den Fokus auf Kundengespräche, Klarheitsgespräche legen. Mit dem Boden der drei Prinzipien. Aber du wirst gezwungen werden, ein Kundengespräch pro Woche, ein frisches, neues, nicht eines aus deiner bestehenden Liste, Kundengespräch auch zu halten. Wie das dann genau gehen wird, das erfährst du während der Ausbildung. Wichtig ist vielleicht auch zu wissen, du wirst nicht nur Übungscoachings haben, das haben wir auch, so die nette Gruppe, die dann alles miteinander so toll übt. Das ist wunderbar, aber wir wollen, dass du rausgehst und eben auch über den Schatten springst, nicht mehr das nur zu tun, was du vielleicht jetzt tust und mit echten Kunden, Kundinnen und Kunden auch Coachings aufgrund der drei Prinzipien zu haben. Und warum wir das tun, das hat den Grund, dass du mit all deinen Unsicherheiten, Fragen, die aus dem Neu als Coach arbeiten kommen können oder aus der Veränderung hin zu neuen Modalitäten oder neuem Wissen kommen können, dass du zurückkommst mit deinen Fragen und wir die auch wieder miteinander besprechen. Ja, ganz wichtig. Ich glaube, ich brauche nichts hinzuzufügen, Lea. Das war sehr gut erklärt. Möchtest du noch etwas zum Business sagen aus diesem Verständnis heraus? Naja, also du hast es gut auf den Punkt gebracht. Das eine ist, aus der inneren Weisheit heraus Impulse für deine nächsten Schritte zu gewinnen, anstatt darauf fokussiert zu sein, auf den Lärm im Außen, all das, was man hört, das man machen sollte, um eine Coaching-Praxis aufzubauen oder neue Kunden zu gewinnen, oder aber auch den Lärm im Innen auszuschalten. Also dieser Quatschkopf, der ständig sagt, du müsstest eigentlich mehr tun, was anderes tun, als du eigentlich tust. Es geht um eine Zurückführung auf deine innere Weisheit. Und das nächste ist, das Ganze aus dem Wissen heraus, ich bin tief in okay, ich habe alles, was ich schon brauche jetzt für mein Leben und von dieser Ort der Reiche ein Geschäft aufzubauen. Das ist auch eine Richtung, in die wir gemeinsam schauen werden. Anstatt zu sagen, ich bin in Mangel, erst wenn ich Kunden habe, dann bin ich okay. Und das ist ein grundunterschiedlicher Ort, von woraus man rausgeht und mit anderen kommuniziert. Und ich denke, sicherlich auch ein dritter Aspekt, der sehr wichtig wird, ist Heartfelt Communication. Also dieses aus dem Herzen heraus integere, ehrliche Kommunikation mit Kunden, die rein aus unserem Grounding
heraus entsteht und aus unserer Liebe für unsere Kunden und denen unterstützen zu wollen. Und ja, das wird bestimmt auch ein Baustein, der ganz wichtig wird in dieser Zeit. Genau. Ja. Lea, wann fängt die Ausbildung an und wie lange geht sie und woraus besteht sie? Sie beginnt am 17. August, ganz bald geht es los und sie dauert 9 Monate. 6 Monate intensiv Grounding Coaching und Business Building peu à peu und 3 Monate intensiver eben Kundengewinnung und Supervision. Also das sind 9 Monate im Total. Ein Baby wird geboren, ein transformativer Coach. Und sie besteht aus 3 Calls pro Monat. Das bedeutet einmal Coaching Call, dann eine Grounding Masterclass und Fragen und Antworten. Und 3x3 beziehungsweise 4 Wochenenden, eines im September, im November und im Januar und ein Abschluss 1,5 Tage im April und Supervision mit Shelia und mir, 3 in den ersten 6 Monaten und dann gemeinsame Supervisionscalls zum Ende. So in den letzten 3 Monaten geht es um Supervision als Fokus. Und in den ersten 6 geht es um Coaching und Grounding als Fokus. Dann, um zertifiziert zu werden, darfst du 20 Menschen coachen und eine Prüfung absolvieren. Und 2 Supervisionscalls mit uns besprochen haben. Das heißt, du nimmst ein Coaching auf und wir schauen uns das gemeinsam an und besprechen, wo du stehst. Genau. Lea, muss ich damit rechnen, dass ich irgendwo anreisen muss? Gibt es Offline-Termine oder wird alles online durchgeführt? Ursprünglich war es eine Offline-Online-Ausbildung gemischt. Aber Corona und international haben dazu geführt, dass es nun eine komplette Online-Ausbildung ist. Also die Wochenenden, die Calls, die sind alle online und auch als Aufnahmen verfügbar. Wenn du nicht teilnehmen kannst, musst du die Webinare dir anschauen und uns eine Video-, Sprach- oder Textbotschaft dazu schicken. Also du musst alles dir ansehen. Du darfst nicht einfach gewisse Teile überspringen und nicht dabei sein. Genau. Wie viele Leute sind dabei in der Coaching-Ausbildung? Ist es eher was ein Team ist oder eher was Großes? Wie sieht das aus? Das bleibt im Team. Also im Moment sind wir bei 6 bis 8 Menschen und unser Maximum wird 12 bis 16 sein. Okay. Gut. Also ich glaube, ich habe alle Fragen, die ich mal interessieren könnte. Fällt dir noch eine Frage aus, Lea, an die ich nicht gedacht habe? Es wird ganz unterschiedliche Menschen in der Gruppe haben, im Sinne von, es werden auch Alumnis allenfalls dabei sein, die diese Ausbildung schon einmal durchlaufen haben. Es werden Menschen dabei sein, die durch irgendetwas Kleines, aber so gewundrig, sagen wir in der Schweiz, so neugierig wurden, dass sie jetzt einfach kopfüber sich da reingeben. Also es wird spannend. Und ich freue mich unglaublich, das jetzt mit dir, Shelia, machen zu dürfen. Ja, ich freue mich auch unglaublich. Das wird eine so schöne Reise. Und ich kann mir vorstellen, das wird so intensiv. Also wir werden uns so oft sehen in diesen 9 Monaten. Und ja, vielleicht nur zum Schluss. Der Weg, wie du in den Genuss von dieser Ausbildung kommst, ist über ein kleines gegenseitiges Gespräch.
Bewerbungsgespräch, ich sage das einfach mal so, nämlich du hüpfst mit uns beiden diese Woche noch auf ein Zoom-Call und wir machen gemeinsam ein Klarheitsgespräch. Und der Sinn des Gespräches ist, einfach zu hören, wo du stehst, wo du hin möchtest mit dieser Ausbildung, was dich daran überhaupt interessiert. Also, dass wir einfach mal checken, was willst du von dem Ganzen, was willst du erreichen? Und was noch, Lea, was wird sonst im Klarheitsgespräch geprüft? Es geht wirklich darum, gegenseitig so ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das passend ist auf beiden Seiten. Ja, das ist ein 30-Minuten-Gespräch und wenn weitere Fragen auftauchen, die wir gerade nicht beantworten konnten, wäre das auch ein guter Zeitpunkt, um diese loszuwerden in dem Klarheitsgespräch. Und das Ziel wäre am Ende von dem Gespräch, dass du sagst, ja, ich denke, ich bin dabei oder ich denke noch ein paar Tage drüber nach, aber es geht ja recht bald los und deswegen wollen wir also alle größte Klarheit für dich schaffen in dem Call. Die Investition für die Ausbildung ist 6.000 Schweizer Franken, dieses Jahr noch in Schweizer Franken für die 9 Monate und es gibt eine VIP-Begleitung für 9.000 Schweizer Franken. Es geht darum, dass du in den ersten 6 Monaten jeden Monat ein Call mit Lea und ein Call mit mir im 1:1 hast, wo du sowohl zusätzliche Supervision und Coaching bekommst oder auch an deinem Business Building arbeiten kannst. Also diese Variationen wirst du in dem Programm-PDF sehen, die wir unterhalb von dem Video anhängen. Ja, und es bleibt vielleicht nur noch übrig zu sagen, ich glaube, ich spreche für Lea, wenn ich sage, dieses Verständnis hat unser Leben um 180 Grad gedreht zum Positiven. Also es war wie für uns beide, als wären wir unser Erwachsenenleben lang unter ja, inneren Leiden und Sorgen und Druck und alles Mögliche und plötzlich nicht mehr auf der Suche gehen mussten für irgendwas, was das wieder wegmacht, sondern wir sind zu Hause angekommen in diesem Verständnis. Wir sind bei uns zu Hause angekommen im Allgemeinen und wir wollen das für dich und wenn du möchtest, auch für deine Kunden in Zukunft. Also unser erklärtes Ziel ist, das Verständnis so weit und breit, gerade in die deutschsprachige Welt hinaus zu bekommen, wie wir können. Und diese Coaching-Ausbildung ist mitunter ein Weg für uns, dich zum Multiplikator zu machen, zu diesem wunderbaren Verständnis, was so stark Leben verändert. Mhm. Ja. Dankeschön, Lea. Wir hoffen, wir sehen uns im Klarheitsgespräch. Tschüss. Tschüss.